Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategie-Spielspaßes und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Wir spielen ein etwas älteres Echtzeit-Strategie-Spiel von Ubisoft und zwar, wie ihr seht, es ist Rus oder Rus. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Einige werden es auf jeden Fall kennen, gibt es auf Steam und ist, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Spiel. Es spielt im Zweiten Weltkrieg, man spielt auf Seiten der Alliierten, beziehungsweise in der Kampagne auf Seiten der Alliierten. Es gibt natürlich auch noch einen Multiplayer-Modus, beziehungsweise gegen die KI. Davon wird es vermutlich auch ein paar Videos geben, aber erst später. Wir spielen auf jeden Fall die Kampagne. Ja, und was macht Rus oder Rus aus? Es ist... Die Grafik, ihr werdet es sehen, man kann sehr nah reinzoomen, man kann also Einheiten sehr kleinteilig befehligen oder man zoomt sehr weit raus und hat dann einen sehr strategischen Blick auf die Karten und es ist, wie ich finde, sehr gut ausbalanciert. Also das Stein-Schere-Papier-Prinzip greift bei diesem Spiel wirklich gut. Man muss also die verschiedenen Einheitentypen ganz gut kombinieren. Das Einzige, was es nicht gibt, beziehungsweise in denen... im Hauptspiel nicht gibt, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem DLC hinzugefügt wird, ich glaube aber nicht, sind halt Wassereinheiten, ansonsten Land- und Lufteinheiten sind sehr realistisch verfügbar, auch zu den entsprechenden Zeiten, wie es auch im Zweiten Weltkrieg war. Aber ich will nicht weiter quatschen, wir klicken mal auf Kampagne und sagen neu und wir spielen, also es gibt hier Anfängerstratege, Strategie, Fan und Kriegsspieler. Nun, ihr wisst ja vielleicht von anderen Spielen, ich bin jetzt nicht der übelste Pro-Gamer. Ich lege auch gerne mal einen Fail hin, gerade bei Anno 1404 ist das ja mir ein paar Mal passiert. Aber ich bin auch kein kompletter Noob, deswegen Strategie-Fan. Und dann schauen wir uns doch erstmal das Intro an. Was? Ihr Nest? Over. Prometheus Identität noch unbekannt. Prometheus unbekannt. Over. Admiral Canaris ist nicht mehr in Flossenburg. Die Deutschen haben ihn nach Schloss Kolditz verlegt. Canaris verlegt nach Schloss Kolditz. Over. Hat mich eingeschlichen. Wurde vielleicht entdeckt. Bitte wiederholen. Over. Hände hoch! Nachtigall! 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 Was zum Teufel machen wir denn noch hier? Ich dachte, wir sollten längst mit Sheridan in Berlin sein und ein paar Fräuleins küssen. Der General will es so. Und einem Drei-Sterne-Helden widerspricht man eben nicht. Wie viele willst du? Gib mir vier. Aber warum gerade hier? Ich dachte, wir hätten ein Rendezvous mit den Russen an der Elbe. Na, angeblich sollen wir ein hohes Tier aus einem deutschen Gefängnis holen. Na, und das Oberkommando dachte, dass nur Sheridan so eine Aktion hinbekommt. Du willst vier? Ich will das Ass sehen. Ich hab ein Ass. Gib mir vier. Zeig mir das verdammte Ass! Rührt euch. Der Rest der Armee zieht ohne uns los. Wir haben eine Sondermission. Durchbrechen der deutschen Linien bei Leipzig. Und die Einnahme von Schloss Kolditz. Gestern. Schnelligkeit hat höchste Priorität. Wir können den Deutschen keine Zeit lassen, sie zu verhören. Ist das klar? Jawohl, Sir. Hey, Kowalski. Ich wette, du hattest nicht mal ein Bild. Oh Mann, General. Danke für Ihren Einsatz, Joe. Mhm. Wir wissen, dass Sie hier... in Schloss Kolditz ist, gleich auf der anderen Seite der Stadt. Das ist Pech für Leipzig. Wir müssen da mitten durch. Ja, es wird ein Rennen gegen die Uhr. Joe, werden Sie es schaffen? Auch ich will unbedingt herausfinden, wer dahinter steckt. Also los. Ja, da ist das Intro vorbei. Leipzig wurde thematisiert und wer es vielleicht noch nicht weiß und auch noch nicht gehört hat an meinem Dialekt, ich komme aus Leipzig und Schloss Kolditz ist wirklich nicht arg weit weg von hier. Bin sehr gespannt. Ihr seht auch hier die Karte,
Sehr, sehr schön. Die Grafik ist natürlich nicht mehr die aktuellste, aber ich finde, für einen Titel, der jetzt 4 oder 5 Jahre alt ist, sieht das schon noch sehr, sehr gut aus. Und für ein Strategiespiel ist das auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und ich glaube, die erste Mission wird auch eher so ein bisschen tutorialmäßig sein. Schauen wir mal. So. Die Truppen warten auf ihre Befehle, Joe. Wir können ja mit der Maus rein und raus zoomen. Mit WASD können wir die Karte bewegen. Und hier haben wir einen Panzer. Vorwärts. Immer geradeaus. Ein Pershing. Genau, also wir können ja auswählen, wo er sich hinstellen soll. Dann haben wir den Ghost und dann sagen wir einfach da auf Vorrücken. Ist das hier Leipzig? Könnte sein. Wobei wir haben keine Stadt. Quatsch, wir haben keinen Fluss. Und Markranstädt liegt nicht im Süden, sondern im Westen. Gut, wir haben keinen Kompass hier. Wir wissen also nicht, was hier Norden ist, aber da ist kein so großer Fluss dazwischen, zwischen Leipzig und Markranstädt. Sir, die Pershings erwarten ihre Befehle. So. Die gruppieren wir gleich mal. Wir haben jetzt hier... General, Sie müssen das Südufer des Flusses für die leichten Divisionen sichern. 3 Pershings. Huch! Was ist jetzt? Achso, mit einem doppelten Linksklick wählen Sie alle gleichen Einheitenarten in der Nähe aus. Okay, dann machen wir das nochmal. So, 3 Stück, 3 Pershings und dann gehen wir mal auf diesen... Ja, also das Tutorial ist sehr einfach gehalten. Zum Zielen bewegen Sie den Ghost nicht dicht an den Feind heran. Angreifen mit linker Maustaste. Der Ghost wird zu einem Fadenkreuz und zeigt die Trefferchance an. Alles klar. Dann machen wir das nochmal. Sehr leicht. Okay, na dann, auf geht's. Müssen wir hier links die Grünen ein bisschen beschützen. Wir sind die Blauen. Na komm, greift an, Jungs. Ah, die nehmen natürlich ein paar raus von uns. Aber wir können sie alle überleben lassen. Sir, diese Pershings sind nur geliehen. Das Oberkommando will sie wieder zurück. Und zwar alle. Okay, das heißt also, wir müssen komplett überleben. Durch das Erfüllen von Bonusmissionszielen erhalten sie extra Ergebnispunkte. Okay. Kann man die irgendwo sehen? Ja, hier. Escape. Sehen wir also Kampagne. Erstens Schloss Kolditz, Primärziele. Weg für die leichten Geschwader freiräumen. 50 Punkte. An die Front vorrücken. Sonderziele, alle Pershings, Prototypen sichern. Okay, also die Pershings müssen alle überleben. Dafür gibt es nochmal 100 Punkte. Und hier sehen wir quasi ein Ereignisprotokoll. Gut, machen wir mal weiter. Und rücken mal auf die hier vor. 3 schwere Einheiten. Die Seite der Brücke muss für die leichte Infanterie gesichert werden. Und unsere Flugzeuge werden vom Flak beschossen. Da haben wir hier 2 Panzer. Sir, das Feldartilleriebataillon eröffnet das Feuer. So. Vorrücken, Jungs, vorrücken. Sehr gut. Und dann rücken wir hier mal. Das ist Pack. Was wird uns da angezeigt? Sehr leicht. Pack 40. Ja, die Pershings sind schon relativ stark. Problem ist natürlich, dass wir keine Aufklärung mehr haben. Okay, da nehmen wir die Pack raus. Na, kommt schon. Sehr schön. Und dann noch die zweiten. Das ging jetzt richtig gut. Und wir haben nur noch einen von den grünen Aufklärern hier. Nach dem Erfüllen eines Missionsziels wird das Spiel automatisch gespeichert. Na, schönen Sehr Dank. Gut. Schwere Panzer sind ideal gegen ihre Verteidigungsstellungen. Beeilen Sie sich. Sie müssen so schnell wie möglich den Fluss überqueren. Wir haben keine so großen Flüsse in Leipzig. Wir haben zwar Flüsse, aber nicht solche großen. Gut, dann greifen wir mal hier die... Sie starten einen Gegenangriff. Kümmern Sie sich darum. Nehmen wir mal hier auf die Panzer erstmal. Hui. Sehr gut. Und dann gehen wir hier auf die... alles Panzer 4, also nicht wirkliche Gegner für die Pershings. Sherman hätte ich schon fast gesagt. Sehr gut. Und dann hier auf diesen Wurfrahmen, was auch immer das sein soll. Das ist ein bisschen ja so ein Kübelfahrzeug oder irgendwas. Die haben unseren Shermans... unseren Pershings nichts entgegenzusetzen. Alliierte Fallschirmjäger, General. Gut gemacht. Stürmen Sie Schloss Kolditz. Wir kümmern uns um den Rest. Da müssen wir hin. Na dann, auf geht's.
Wir müssen uns beeilen, General. Nur unsere Agentin in Kolditz weiß, was hier vor sich geht. Dann gehen wir erstmal auf die Flak drauf. Die ist wichtig. Mit der linken, mit der mittleren Maustaste gedrückt halten, können wir den Kamerawinkel einstellen. Und wir sehen ja, dass in Leipzig Einheiten stehen. Ja, da trauen wir uns lieber nicht rein. Zugegeben, es sieht nicht nach Leipzig aus. Also da muss man schon Abstriche machen. Es heißt zwar Leipzig, aber das hier hat nichts mit dem Leipzig zu tun. Es sind keine Gebäude da, die es vielleicht auch in echt gibt, sondern das ist eine frei erfundene Karte. Wie gesagt, auch Markranstädt liegt eher im Süden, ach Quatsch, im Westen von Leipzig und nicht im Süden. Und wir haben auch keinen so großen Fluss, der die beiden Stadtteile voneinander trennt. Aber lassen wir das mal außen vor. General, das Oberkommando befiehlt die Bombardierung der Stadt. Ja, Leipzig wurde bombardiert, das stimmt auf jeden Fall. Okay, dann weiter vorrücken auf die Panzer 4. Die müssen wir auf jeden Fall fertig machen. So, und dann sind wir auch gleich in Schloss Kolditz. Sehr schön. Wo gucken denn meine Pershings hin? Ach, zu den Flakgeschützen da drüben, okay. Wir gehen mal hier auf diese schwere Einheit. Dort ist das Schloss. Sir, wir haben Berichte über ein Bataillon schwerer Panzer. Oh oh, ich ahne, was dort steht. Vernichten Sie sie. Die wollen Schloss Kolditz entsetzen. Das sind Tigerpanzer. Uiuiuiui. Ja, Tiger waren böse Einheiten. Sir, schwere Panzer gesichtet. Oh, ein Tiger 2. Macht ihn fertig. Komm, der Tiger 2 muss weg. Der Tiger 2 muss weg. Der Tiger 2 muss raus. Nein. Okay, wir haben einen beschädigten Pershing und der wird auch gleich rausgenommen, wenn wir uns hier nicht irgendwie... Okay, der gegnerische Tiger 2 kann auch nichts mehr machen. Wir haben noch zwei gesunde Pershings. Unsere Kampfbomber sind auf dem Weg, Sir. Ah, das ist gut. Kommt, nehmt den raus. Nehmt ihn raus, nehmt ihn raus, nehmt ihn raus. Sehr gut. Hier drüben sind auch nochmal Tiger. Verbündete Kampfbomber im Anflug, Sir. Vielleicht können die den Tiger hier rausnehmen. Okay, sehr gut. Die haben den Tiger rausgenommen. Dann greifen wir die hier von hinten an. Ihr seht auch, der eine Pershing hat sich wieder ein bisschen repariert. Er kann wieder kämpfen. Das ist sehr gut. Und ja, jetzt haben wir hier Bomber und Aufklärer. Damit können wir schön über Distanz kämpfen. Und der Gegner hat keine Chance. Und jetzt rücken wir auf Schloss Kolditz vor. Huiuiui. Mal sehen, ob wir auch schnell genug waren. Das ist unsere letzte Chance, Prometheus zu identifizieren. Der Dreckskerl hat viele gute Leute auf dem Gewissen. Mhm. Gibt es so eine kleine Verschwörung von irgendeinem Spion oder so? Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob Schloss Kolditz so in echt aussieht. Könnte sogar sein. Mission auf jeden Fall erfüllt. Wir haben auch die Nebenbedingungen erfüllt. Also die drei Pershings haben überlebt. Keiner ist gestorben. Ihr seht, ich habe das Spiel schon eine Weile gespielt. Hab schon Level 60, aber das hat eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe viel gegen KI gespielt, aber egal. Insgesamt 4445 Gesamterfahrung. Man kann die für nichts einsetzen. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Wir gehen mal weiter. Und Schloss Kolditz. Mein Gott, Angie! Alles in Ordnung? Andrew, ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie noch einmal wiedersehen würde. Wer ist denn Ihr Begleiter? Joe Sheridan, US Army. Hoch erfreut, General. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie haben Canaris getötet. Verdammt! Es ging ihm sehr schlecht, aber ich konnte mit ihm sprechen. Wer Prometheus ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Wo? In Torgau. Prometheus hat dort noch irgendwas zu erledigen. Mir ist egal, wo er ist. Ich folge ihm in die Hölle, wenn ich muss. Viele gute Soldaten sind gestorben. Allein wegen Prometheus. Schon damals. In Tunesien. In Kasserine. Okay.
Herr General von Richter, wir haben eine Nachricht von Feldmarschall Rommel. Er würdigt Ihre Rolle in der Offensive und will Sie zum Oberkommandierenden des Korps befördern. Meinen Glückwunsch. Weshalb? Wir wussten einfach alles über Ihre Stärke und Position. Jeder hätte das gekonnt. Die Agenten des Feldmarschalls waren äußerst effektiv und genau. Nicht Rommels Spione. Canaris. Diese Quelle namens Prometheus hat gewonnen. Nicht ich. Bringt die Verwundeten aus der Sonne und durchsucht unsere und ihre Toten auf Wasser und Munition. Wer sind Sie? Colonel Campbell, Geheimdienst, Kriegsministerium. Und Sie? Major Sheridan. Joe Sheridan. Ich dachte, Colonel Hodge wäre ranghöchster Offizier. Er wird seit 6 Stunden vermisst, Sir. Wir haben aber Teile seines Jeeps gefunden. Und Lieutenant Colonel Hampson? Oh Mann, lassen Sie es mich so sagen. Er fliegt in einer Kiste nach Hause. Dann liegt es an Ihnen, Major. Ich habe Befehl, alle kampffähigen Männer zu sammeln. Zu welchem Zweck, Sir? Die Stellung zu halten, bis Verstärkung eintrifft. Aber warum? Spätestens morgen Abend überrennt die gesamte deutsche Armee Kasserine. Dort sollten wir Stellung beziehen. Mich müssen Sie nicht überzeugen, aber Sie haben Rommels 21. Panzerdivision nichts als Gewehre entgegenzusetzen. Wie wollen Sie dorthin gelangen? Es gibt einen Weg. Ich zeige es Ihnen. Nördlich von Spiba gibt es ein vom Rest der Truppen abgeschnittenes Panzerabwehrbataillon. Ungefähr hier. Verstehe. Und von dort ist es nur einen halben Tag nach Kasserine. Mit etwas Glück schaffen Sie es vor den Deutschen dorthin. Genau, ich versuche schon seit Stunden, das Hauptquartier darüber zu informieren, aber ohne Erfolg. Sehr gewagt. So schnell geben Sie nicht auf, was? Aber wie Sie wissen, vertrete ich das Hauptquartier. Und ich sage, wir machen es. Treffen wir uns mit dieser Artillerieeinheit. Jede Verstärkung ist wertvoll. So, da sind wir auch in der zweiten Mission und natürlich kommt die erst in der zweiten Folge. Das war die erste Folge von Russ mit einem kleinen Intro und relativ viel Videos zur Einführung der Kampagnenstory. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie wir hier in die zweite Mission starten. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel kennt und was ihr von dem Spiel so haltet. Würde mich sehr interessieren. Ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt. Und ja, bringe es jetzt einfach mal als Let's Play, wie ihr seht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es mit euch zusammenzuspielen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den ein oder anderen Fehler, der höchstwahrscheinlich passieren wird. Die Missionen werden relativ schnell recht knackig, gerade auch zum Ende dann hin. Schauen wir mal, wie es so läuft. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Russ. Bis dahin, ciao, ciao, euer O'Hare.